Also das Thema Online ist seit über 20 Jahren der Haupttreiber der Disruption im Retail. Aber jetzt, in den letzten 18 Monaten, haben die großen deutschen Online-Händler im Schnitt 75% von ihrem Marktwert verloren. Das heißt, zum ersten Mal ist der Online-Retailer in der Situation, ein Opfer der Disruption zu werden und nicht nur der Treiber davon. Das ist natürlich ein gewaltiger Wandel, weil der Online-Retail hat eine goldene Zeit hinter sich, wo es wirklich nur darum ging, zu wachsen und Marktanteile zu bekommen und Topline-Growth zu liefern. Man hat eigentlich gewusst in dieser Zeit, dass die Gewinne zu niedrig waren und dass der Online-Retail keine guten Gewinne abgeschmissen hat. Aber man hat das immer akzeptiert, weil man an diesen Skaleneffekt geglaubt hat. In der Zukunft, irgendwann wird der Retail groß genug und dann kommen auch die großen Gewinne. Das Umdenken kommt eigentlich aus drei Hauptgründen. Wie gesagt, man hat immer auf diese Skaleneffekte gesetzt. Jetzt hat man erstens in der Pandemie mal gesehen, was passiert, wenn man plötzlich 20-30% Umsatzplus hat und die Rentabilität kam halt nicht. Zweitens glaubt man nicht mehr an diesem unbegrenzten Wachstum, weil durch Inflation, durch die wirtschaftliche Lage die Kunden sich einfach mehr zurückhalten. Und drittens haben die Investoren, die die Verluste vom Online-Retail jetzt immer finanziert haben, jetzt auch andere Erwartungen, weil sie selber höhere Zinsen mit höheren Zinsen umgehen müssen. Wir bei AlixPartner sehen insbesondere vier wichtige Bereiche. Die Bruttomarge ist derzeit viel zu niedrig, um ein profitables Online-Handeln zu ermöglichen. Retouren sprengen das gesamte System. Die Kundenakquise muss effizienter werden und Kultur und Disziplin stehen heute häufig im Weg für ein effektives Management der Overhead-Kosten. Alle Einzelhändler sind ja gerade von der Inflation doppelt getroffen. Auf der einen Seite kommen höhere Preise von den Lieferanten und den Herstellern. Auf der anderen Seite haben die Kunden weniger Geld in der Tasche, das heißt, sie können höhere Preise gar nicht stemmen. Das Problem ist im Online nochmal verschärft. Erstens, weil die Preiskonkurrenz nochmal härter ist im Online. Und zweitens, weil die Margen schon immer im Online-Retail deutlich niedriger sind als im Offline. Und das heißt, als Konsequenz heute sind die Bruttomargen im Online-Retail einfach nicht hoch genug, um die Unternehmen zu finanzieren. Also bei den Bruttomargen geht es um drei wichtige Sachen. Die Preise, die von den Lieferanten kommen, die Preise, die an die Kunden weitergegeben werden und das Sortiment. Die meisten Retailer heute benutzen noch relativ einfache Preisgestaltungsregeln und geben pauschale Nachlässe, wenn sie den Bestand reduzieren müssen. Das geht heute mit voller Auswertung der Daten und automatisierten Prozessen viel differenzierter und effizienter. Und da kann man wirklich die Produkte finden, wo man ein bisschen höher gehen kann mit dem Preis. Die Produkte, wo man die Rabatte stärker ansetzen muss. Der dritte essentielle Punkt ist halt das Sortiment. Und man sieht bei den Onlinern oft, dass sie nicht diese Disziplin haben, weil sie keine Regale haben und keine Fläche, wirklich aufs Sortiment zu achten, sondern man denkt sich, man kann immer mehr kaufen, mehr anbieten. Und wenn man nur wachsen will, dann macht das auch einen gewissen Sinn. Aber das geht halt auf Lasten der Marge. Und mit einem richtig guten, datengetriebenen Category Management sehen wir, sind auch deutlich Punkte in der Marge zu holen. Mit bis zu 90% Retourenquote im Mode-Online-Handel ist das Lösen des Retourenproblems essentiell für profitables Wirtschaften im Online-Handel. Nur etwa die Hälfte der Retouren gelangt dabei in den Wiederverkauf. Ein großer Teil ist beschädigt oder ist nicht mehr relevant für die Saison. Dabei entstehen die Hauptkosten für Retouren aus dem Transport, im Handling, Vereinnahmung, Prüfung, Wiederaufbereitung der Ware, in der Administration sowie auch in der Logistik und beim Inventar. Ganz zu schweigen dem Einfluss auf die Umwelt durch das zusätzliche Transportaufkommen. Die Kundendatenbank ist das Herzstück eines jeden Online-Händlers. Für Online-Händler in der Neukundenakquise ist die Zusammenarbeit mit den Online- und Social-Advertisern ganz entscheidend. Wir haben hier Steigerungsrat in den Kosten für Einzelkundenakquise im zweistelligen Bereich gesehen und es ist auch vorausgesagt, dass diese Preissteigerung anhalten wird. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig für Online-Händler hier an Fokus über Kanäle, über Advertising-Partner zu arbeiten, über das Portfolio nachzudenken und hier auch über Skalierungseffekte das Return on Marketing zu erhöhen. Ein weiterer Schritt ist, tatsächlich auch Alternativen zu diesen großen Online- und Social-Advertising-Partnern zu finden, SEO zu stärken oder auch über alternative Wege wie Advocacy-Marketing und Partner-Marketing nachzudenken. Viele von den Online-Retailern in Deutschland
waren vor 15 Jahren noch Startups. Und es ist klar, wenn du in 15 Jahren so einen Erfolg hast, dass du von Startup in ein Milliardenunternehmen wächst und an der Börse notiert bist, dann wachsen natürlich die Overhead-Kosten, dann wachsen auch die Personalkosten. Das ist auch unvermeidbar. Und da wird nicht so richtig drauf geachtet. Hat man denn die Overhead-Struktur für jetzt oder hat man die Overhead-Struktur von einem Wachstum in 3-4 Jahren, den man erwartet hat, der jetzt nicht mehr kommt? Und oft ist halt die Antwort genau das Spätere, dass man zu viel Overhead jetzt für jetzt hat. Eine Overhead-Restrukturierung ist nichts, was sich die meisten Unternehmen wünschen. Nichtsdestotrotz ist der beste Zeitpunkt, damit zu starten, heute. Das Wichtige bei so einer Transformation ist, dass man wirklich nachher ein effizienteres und besseres Unternehmen hat und nicht einfach probiert, denselben Output mit weniger Ressourcen zu erreichen. Das heißt, man muss wegrücken von Ideen, dass man über Benchmarks oder mit einfachen 10-20% Kostenreduzierungen eine neue Overhead-Kostenstruktur schafft, sondern man muss wirklich identifizieren, wo liegt die Komplexität, welche Aktivitäten machen wir, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, wo sind die Doppelungen in den Kosten und was kann man halt wirklich rausnehmen, um nachher effizienter und besser zu arbeiten.